Eure Karl Meisters lesen aus Old Cursing Dry. So oft mir der obenstehende Name in die Erinnerung kommt, muss ich an ein Ereignis aus meiner Kindheit denken, welches mir noch heute so klar und deutlich im Gedächtnisse lebt, als ob ich es erst gestern erlebt hätte. Wir standen 5 oder 6 kleine Knaben auf dem Marktplatze meiner Vaterstadt und sahen einem Fuhrmanne zu, dessen Pferde den schweren Wagen nicht vorzubringen vermochte. Er hieb lange Zeit vergeblich auf sie ein und ließ sich endlich von seinem Zorne zu einem Fluche hinreißen, den er mit so kräftigen Hieben begleitete, dass die Pferde die Last nun wirklich über das Hindernis hinwegzerrten. Ja, wenn nichts mehr helfen will, dann hilft ein heiliges Donnerwetter, lachte er und fuhr weiter. Die Umstehenden lachten mit und wir Knaben fühlten uns von diesem Fluche so imponiert, dass wir ihn sofort auf das Eifrigste bei unserem Spiele anwandten. Es wurden einige Zeit mit wahrer Wonne gedonnerwettert, bis mein Vater es hörte und mir zum Fenster heraus jenen bekannten Wink gab, welcher die Eigentümlichkeit hatte, mich stets und augenblicklich in eine höchst wehmütige Stimmung zu versetzen. So auch dieses Mal, und zwar nicht ohne Grund, denn ich hatte die Anwendung des Kraftwortes dadurch zu büßen, dass ich kein Mittagessen bekam und mit sehr niedergedrückten Gefühlen zusehen musste, wie gut der dicke Milchreis meinen Geschwistern schmeckte. Dieser sehr unfreiwillige Verzicht tat mir so wehe, dass ich den festen Entschluss fasste, nie wieder Donnerwetter zu sagen. Dieses löbliche Vorhaben wurde dadurch noch mehr befestigt, dass mich nach dem Tische meine ehrwürdige, damals 80 Jahre alte Großmama beiseite nahm und mir mit einem derben Waschlappen den Mund so kräftig abwusch, dass mir das helle Wasser aus den Augen lief. Pfui, 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 sagte sie dabei. Wer flucht, der beschmutzt seinen Mund und das muss tüchtig abgerumpelt werden. Merke dir das und tue es ja nicht wieder, wenn ich dich lieb halten soll. Wenn ich offen sein will, muss ich gestehen, dass dieses Abrumpeln einen noch tieferen Eindruck auf mich machte als die Kostentziehung. Denn was Großmama sagte, das war mir heiliger als jedes andere Wort. Ich zog mich also in einem stillen Winkel zurück, um die Reinigung der Lippen auf eigene Hand weiter fortzusetzen. Und dabei fiel mir ein, dass ich doch nicht der Einzige gewesen war, der geflucht hatte. Infolgedessen setzte ich mich in den heimlichen Besitz des besagten Waschlappens und schlich mich fort, um die Mitschuldigen alle zusammenzuholen. Als mir dies gelungen war, erklärte ich ihnen, welchem Schicksal sie sich unter den obwaltenden Umständen zu unterwerfen hätten und führte sie zu dem großen Wassertroge, der an der oberen Seite des Marktes stand. Dort gaben wir uns dann dem Abrumpeln hin. Mit einem solchen Feuereifer, dass uns das Wasser an den Beinen niederlief und wir uns in die Sonne legen mussten, um wieder trocken zu werden. So großen Spaß diese Wäsche uns allen machte, so ernst war es mir doch mit der Angelegenheit an sich. Und ich muss sagen, dass von jenem Tage sich der Abscheu datiert, den ich noch heute gegen jeden Fluch und jeden Schwur empfinde. Sei mir ein Mensch auch noch so sympathisch, sobald ich ein solches Wort aus ihm höre, fühle ich mich abgestoßen und stellt es sich gar heraus, dass er ein Gewohnheitsflucher ist, so hört er auf, für mich zu existieren. Wie weit es ein Mensch in dieser sündhaften Angewohnheit zu bringen vermag, habe ich an dem Manne gesehen, von dem ich heute erzählen will, weil sein Beispiel zugleich einen Beweis dafür bildet, dass
mit der Langmut und Barmherzigkeit Gottes nicht zu scherzen ist. Zu der Zeit, als diese Episode sich ereignete, befand sich Winnetou, der Häuptling der Apachen, bei den Navajos, welche ihn auch als ihren obersten Anführer anerkannten, weil sie im weiteren Sinne auch zu dem Volke der Apachen gehörten. Sie lagerten damals zwischen den Höhen der Agua Grande genannten Gegend und wollten von da aus nach dem Colorado hinab. Doch nicht eher, als eine Anzahl weißer Jäger, die ich ihn bestellt hatte, eingetroffen sein würde. Während wir auf die Ankunft dieser Leute warteten, brachten unsere roten Wachen zwei fremde Indianer, welche sie unter sehr verdächtigen Umständen aufgegriffen hatten, in das Lager. Sie sollten natürlich sofort ausgefragt werden, weigerten sich aber, irgendeine Antwort zu geben. Es war ihnen kein Wort zu entlocken. Ihre Gesichter waren nicht gefärbt. Und da sie auch kein Zeichen ihrer Abstammung an sich trugen, so war es beinahe unmöglich zu bestimmen, welchem Volke sie angehörten. Wir wussten, dass die Utahs sich in letzter Zeit den Navajos feindlich gezeigt hatten. Und so bemerkte ich zu Winnetou, ich möchte sie für Utahs halten, denn dieser Stamm hat sich immer mehr nach Süden gezogen und scheint einen Angriff gegen die Navajos zu planen. Vielleicht sind diese beiden Kerls von ihnen ausgeschickt, um den Aufenthalt der Navajos zu erkunden. Ich glaubte, mit diesen Worten das Richtige getroffen zu haben. Aber Winnetou kannte die hier oben hausende Indianer besser als ich. Er antwortete, es sind Paotes. Doch hat mein weißer Bruder recht, indem er sie für Kundschafter hält. Sollten sich die Paotes mit den Utahs verbunden haben? Winnetou zweifelt nicht daran, denn wenn es anders wäre, würden diese beiden Krieger sich nicht weigern, uns Auskunft zu erteilen. Da gilt es, vorsichtig zu sein. In einer Gegend, wie die hiesige ist, muss man annehmen, dass Kundschafter sich höchstens 3 Tagesreisen von ihren Leuten entfernen. Daraus können wir schließen, wie nah uns die Feinde ungefähr sind. Uff, wir werden nach ihnen suchen. Wer? Du und ich? Weiter niemand? 4 gute Augen sehen mehr als 100 schlechte. Und je mehr Krieger wir mitnehmen, desto eher können wir entdeckt werden. Das ist richtig. Aber vielleicht kommen wir in die Lage, einen Boten heimsenden zu müssen. So nehmen wir einen Navajo mit. Weiter aber niemand. Huck. Dieses letztere Wort diente bei ihm stets zur Bekräftigung. Es hieß so viel wie abgemacht oder Amen. Darum verzichtete ich darauf, ihm noch weitere Vorschläge zu machen. Die Navajo-Abteilung, bei welcher wir uns befanden, zählte außer den alten Männern, Frauen und Kindern gegen 300 Krieger, die unter Nitzas K., einem sehr tüchtigen Häuptling, standen. Das waren Leute genug zur Abwehr eines Feindes, von dem wir annahmen, dass er nicht gerade in hellen Haufen erscheinen werde. Dennoch waren wir vorsichtig, einen Boten nach der nächsten Abteilung zu senden, um sie von der nahenden Gefahr zu benachrichtigen. Eine kurze Beratung mit Nitzas K. hatte das von Winnetou gewünschte Ergebnis. Der Apache, ich und ein junger, aber sehr erprobter Krieger ritten fort, um den Aufenthalt der Gegner zu entdecken. Und die Navajos blieben unter Aufstellung doppelter Posten und scharfer Bewachung der beiden Gefangenen an Ort und Stelle lagern, um auf unsere Rückkehr oder unseren Boten zu warten. Es war noch sehr früh am Morgen und wir hatten also den ganzen Tag vor uns. Im Allgemeinen wussten wir, dass die Utahs im Süden des gleichnamigen Territoriums lagerten, während die Paotes ungefähr da zu suchen waren, wo Ecken von Utah, Colorado, Arizona und New Mexico zusammenstoßen. Das war freilich sehr unbestimmt, zumal wir uns sagen mussten, dass die Roten, falls sie einen Überfall beabsichtigten, die Gegenden wahrscheinlich schon verlassen hätten. Wohin also uns wenden? So hätte nur ein Westmann gefragt.
Wir aber kannten einen Wegweiser, auf den wir uns verlassen konnten, nämlich die Fährte der beiden Kundschafter, welche wir fanden, sobald wir das Lager verlassen hatten. Wir waren in einer der furchtbarsten Gegenden von Arizona, was aber nicht viel heißen will. Das Land hat sehr geringe Wasserniederschläge. Die wenigen Flüsse haben ihre Betten in tiefen Schluchten. Der Hauptstrom Colorado fließt zwischen Felswänden, welche oft über 2000 Meter fast senkrecht emporsteigen. Und oben breitet sich das Hochplateau nach allen Seiten kahl und pflanzenarm aus. Der Glut der Sonne und den hinsausenden Stürmen preisgegeben.